So, da bin ich auch wieder und wir wollen mal den Typen da hinten in den Arsch treten. Ah, Gedächtnisjägerin. Genau rechtzeitig. Sebastian! Ach du Scheiße, was war das denn für ein Typ? So, jetzt, ja doch, ich lass mal lieber so. Ja, wir nehmen eine Lorik-Bombe. Ist, glaube ich, am besten. So. Mann, ich muss ihn überlasten. Gut gemacht, Nillen. Top-Eoriste neben. Ah, da liegt noch einer. So, jetzt habe ich noch euch beiden Chaoten. Und dieses verdammte Ding da oben in der Luft. Da ist noch einer. So, und weg sind sie. Ja, das ist jetzt dämlich. Ich muss mich selber heilen. Okay, dann machen wir das. Immer diese scheiß Umstellung. Nee. So, da kommt dann das wieder hin. So, jetzt erstmal ein bisschen auftanken, Nillen. Gut, so. Komm, krepp hier, alter Sack. Puh, gut. Oh nö. Das überlebe ich nicht. Okay, vielleicht ja so mit Roste in Frieden eben. Gut, er hat ja schon mal erledigt. Nein, das bringt mich doch selber in Gefahr. Ach Mensch, ne, wir hätten doch mal nachdenken sollen. Oh. Los, wir müssen ihn hier K.O. schlagen. Nein, Nil, nein, ihn hier, gut gemacht, Kleines. Immer weiter so, Schätzchen. So. Gut, so, der Typ ist weg. So, sehen wir noch Sensentarnung dazu. Dann kann ich den hier nämlich schön überlasten. So. Jetzt habe ich aber auch erstmal nichts mehr. Aber du bist eh jetzt gleich Geschichte, alter Sack. Sag ich doch, der ist Geschichte. Johnny Greenteeth ist hier? Ich sagte doch schon. Johnny erinnert sich an vieles, was andere lieber vergessen. Ja, glaube ich auch so. Unser Johnny ist auch mal wieder mit von der Partie. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt weiß ich nur nicht, wo lang ich muss. Ach, da Tür öffnen steht ja auch dort. Gut. So, und hoch damit. Gut, gut, Nillen. Ich kenne diesen Zorn. Er jagte mir beinahe Todesangst ein. Okay. Da kann ich irgendwie verstehen. Aber meine Frage, wie viele Türen sind es denn noch? Langsam wird es echt affig.
Okay, oh, da ist Blut. Schau an, wie eifrig sie die neue Ära der Erleuchtung verhindern will. Sie will, dass wir weiter in unserem düsteren Individualismus leben. Geht, meine Kinder, teilt meinen Traum mit ihr. Okay, der Typ spinnt wirklich. Wow, die sind schnell. Ach, ist ja auch kein Wunder. So, dein Schild kannst du erstmal vergessen, Alter. Okay. Wartet mal. Ich weiß, das nervt vielleicht gerade, aber ich will noch nichts verstellen. So. Da tun wir jetzt das rein. So, dann können wir nämlich... Allöle. Okay, ich glaube, ich lasse doch die Einstellung so, wie ich sie vorher hatte. Wieso bin ich jetzt so schnell kaputt gegangen? Kapiere ich jetzt irgendwie nicht. Okay. Eben nochmal. So, und dein Schild ist weg, Alter. Halleluja. Ladies, nicht alle so schnell auf die Lady. So. Einer ist schon mal... Danke, Madame. Die kollektive Kraft. Boah, wer labert denn hier? So. Oh, zwei auf einen Schlag treffen mich. Halleluja. So, jetzt seid ihr nur noch zu zweit. Aber bringt trotzdem noch ganz schön viel Schaden mir an. Jetzt ist ja zum Glück nur noch einer. Individualismus! Und jetzt ist es überhaupt keiner mehr. Ach, meinst du? Okay, ich kann ja mal ein Trick zeigen. Nennt sich Sensendoss. Ohuhu, hat zum Glück noch gerade so geklappt. Puh. Töte sie nicht! Ich will ihr Gedächtnis kosten. Okay. Wo ist mein Gedächtnis, Alter? Wie pervers bist du eigentlich? Eieieiei, Orange und Schwarzi. Das sind gemeine Menschen. Du kriegst eine Logikbombe in den Bauch. Das ist dein Traum. So, du bist erledigt. Keinen Schritt weiter. So, dein Trick funktioniert nicht, Alter. Schon gar nicht bei so einer Top-Eoristin wie mir. Kapisch? Auf der Toilette? Genau. Die kollektive Kraft, ja. Interessantes Thema. Hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Egal. Wir schlagen hier wie immer alles zu Brei. So. Ja, zeig nicht auf den Finger der anderen. Oh ne, jetzt. Ihr Verstand interessiert mich nicht mehr. Ich will ihr Blut. Vier Stück. Tötet sie. Los. Moment, ich muss jetzt mal nachdenken. Rost im Frieden geht nicht. Sensendoss betäubt so. Der Typ verletzt mich. Sensenraserei nützt mir. Autsch. Am besten wäre eine Logikbombe. Aber gut. Wir haben die ja schon mal platt bekommen. Da müssen wir halt... Wisst ihr was? Wir setzen jetzt wirklich unser Sensenraserei ein. Ja, ihr seid. Eben, und deswegen geht es hier eine Paar auf die 12. So, gut. Er ist alleine. Dann ist der...
nämlich geschwächt. So. Halleluja, jetzt muss ich aber wirklich irgendwie mal aufpassen. Meine Arbeit ist die Zukunft. Nein, deine Arbeit ist überhaupt nicht. Ja, und ich bin die Vergangenheit, oder wie? So, voll auf die Fresse. So. Was dem Frieden geht? Nee, aber Sensentarnung geht. So, man kann hier einen schon mal ausschalten. So, überlastet. Juhu, wir haben ihn überlastet. Gut so, Lin. So. Meine Arbeit ist die Zukunft. Ja, wir haben's kapiert. Die Zukunft. Und nicht die Vergangenheit. Klaro, Doktorchen. So, yo. Gut, Lorik-Bombe. Extra für dich. So. Nee. Ich wollte schon sagen, überlasten. Gut, so Kleines. Du bist ein Anachronismus-Gedächtnisjägerin. Niemand verhindert, dass ich meine Arbeit beende. Und du, Gedächtnisjägerin, wirst nicht länger. Nein. 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 Ja, ich glaube nicht, dass er diesen Riesenfall überlebt hat. Wer weiß, wie tief das Teil hier ist. So. Tatsächlich sah ich doch, der überlebt nicht. Oh, Bad. Hier ist Nelin. Hörst du mich? Wir holen dich hier raus. Quaid. Er ist mir aus dem Kopf. Danke. Ja. Danke, Gedächtnisjägerin. Danke für das Öffnen der Türen. Johnny Greenteeth. Sie waren nicht nur das Subjekt eines Experiments, oder? Dr. Green? So leer. So wahr. Die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Ich sorge dafür, dass jeder erfährt, was dir hier angetan wurde. Wir waren Monster. Aber wenigstens waren wir frei. Er wollte uns zu seinen Sklaven machen. Quaid ist tot. Es ist vorbei. Code Schwarz. Authentifizierung akzeptiert. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Ja, dann ist vorbei. Sebastian hat bezahlt. Jetzt bist du dran, Gedächtnisjägerin. Dann gehört es mir. Und dieses ganze Grauen wird von den Flammen verzehrt. Okay. Ich weiß noch, als ich das erste Mal durchgespielt habe, dass dieser Kampf ein furchtbarer langer Kampf war. Zumindest habe ich ihn sehr lange im Kopf. Ich muss aber auch dazu zugeben, dass ich sehr oft damals abgekratzt bin, einfach in dem Level. Weil ich muss jetzt auch erstmal wieder überlegen. Genau, Sensendoss. Und kurz die Kombo mal umstellen.
Okay, ich habe mal eine Idee. So. Wo ist denn jetzt Mr. Green Tea da? So, kommen Sie her, Mr. Green Tea. Mann, sag mal deinen Leuten, die sollen mich in Ruhe lassen. So. Frisst ihn? Nee, danke, ich will nicht gefressen werden. So. Wow. Das hat mich so sehr auf die eine Kombination konzentriert, dass ich die andere wieder vergessen habe. Na gut, dann machen wir das so wie die, wie sonst. So, bitte sehr, das kommt da rein. Gut, wir können so unser Leben auffüllen und dann die Zeit auch runterrasseln. So, Nillen. Das ist wirklich... Also ich freue mich irgendwie, dass ich jetzt hier wieder in den Level stecke, weil es macht immer noch Spaß, finde ich. Aber es ist... Nie... Sensen das am besten. Da hinten ist Mr. Green Tea. So. Los, nimm. Kleine Gedächtnisjägerin. So. Hä? Oh, jetzt ruft er noch mehr. Als wäre das nicht schon sehr viel. Okay, hier muss man wirklich ausweichen, Leute. Hier muss man echt gute Augen haben, finde ich. Weil wenn du getroffen wirst, kann es schon zu Ende sein fast. Und ihr müsst aufpassen. Johnny Green hat sehr lange Arme, wie ihr sehen könnt. Das heißt, er trifft euch ganz schön weit, auch noch wenn ihr wegspringt unter Umständen. Ja, ich sehe dich auch. Und zwar mit meinen Sensendoss. Dreck von meiner Fresse. So. Los, Nillen, Top-Eoristen der Neuzeit. Mach ihn fertig. Los, das ist eine gute Idee, wie wir das hier machen, glaube ich. Wir können unser Leben auffüllen und die Zeit runterratteln. Wow, wer ist betrogen? Du wurdest betrogen? Ich wurde nicht betrogen. Dann können wir uns jetzt alle glücklich schätzen, würde ich sagen. Ei, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wow! Das war gerade schnell. Der Tod, ja, der Tod kommt krass, oder wie? Der gesichtslose Tod. Ja, der gesichtslose Tod. Komisch, ich habe noch niemanden gesehen, der schon ohne Gesicht. Ja gut, ich meine, wenn jetzt jemand verbrannt ist, dann irgendwie einleuchtend. Ach, so. Sensendoss Nillen, erneut! So. Man, immer seine Lakaien, die nerven allmählich. So, gut gemacht, Nillen. Immer schön weitermachen, Kleines. Ah, der regt sich ja schon wieder künstlich auf. Nur weil ihnen die Lakaien ausgehen. So. Nillen, pass mir ja auf. Kapisch? So, der Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt hier bereits weiß, was hier abgeht und wie ich mich dagegen schützen kann. Sensendoss, Nillen. Da ist er. Nee, da ist er nicht. Nillen. Nein, Nillen. Hier, da ist Johnny Green Tea. Schnell schlagen. Oh Mann. Immer diese scheiß Lakaien von dem hier. So. Halleluja. Nillen, pass bitte auf, Kleines. Ungenannter Tod. Ja, ungenannter Tod, klar.
Wie gesagt, ihr müsst hier wirklich so schnell sein. Der gesichtslose Tod. Sensen das nehmen. Gut so. Jetzt können wir erstmal Leben aufbessern kurz. Oh Mann, nein. Wir sind tot. Wir sind tot. Schade. Okay, Leute, wir werden den Kampf gleich im nächsten Part nochmal durchkämpfen. Wir sehen uns dann.